Thomas Stucki, Sie sind Anlagechef der St. Galler KB. Sie sagen voraus, dass die Obligationenzinsen im Jahr 2018 über die Nulllinie gehen. Was veranlasst Sie zu dieser Einschätzung? 2018 werden die Zinsen in Amerika deutlich höher sein, als sie heute sind. Die Fed wird aufgrund von steigenden Inflationsraten die Zinsen erhöhen. Das wird dazu führen, dass nicht sofort, aber mit der Zeit auch die Rendite in der Schweiz werden ansteigen. Das Inflationsszenario ist in diesem Fall zentral für die Entwicklung. Wie schätzen Sie das weltweit ein? Das ist richtig. Die Inflation ist ein wichtiger Treiber für die Zinserhöhungszyklen, die jetzt werden anstehen. Angefangen in Amerika. Engpässe im Arbeitsmarkt wird dazu führen, dass die Löhne werden steigen. In Europa sehen wir in den nächsten 2 Jahren noch keine Inflation. Sie wird erst nachher kommen. Die Schweizerische Nationalbank hat ja den Negativzins, ein grosses Thema. Wie wird sie sich verhalten, wenn die Kapitalmehrzinsen sich nach oben bewegen? Die Nationalbank wird mal nichts machen in der nächsten Zeit. Sie wird darauf warten, bis auch Zinsen in der Europäischen Zentralbank werden angehoben werden. Da sieht man momentan noch nichts. Dazu braucht es deutlich höhere Zinsen in Amerika, dass sich Zinsen auch bei der EZB und damit dann auch bei der Nationalbank gegenüber bewegen. Aber haben Sie konkrete Zinseinschätzung, was die EZB und die SNB betrifft, also auf der zeitlichen Achse? Ich gehe davon aus, dass es Mitte 2018 wird werden, bis in Europa und auch in der Schweiz die Geldmarktzinsen werden angehoben werden. Die erste Zinserhöhung von der Nationalbank sehe ich heute Mitte 2018. Also auf das Niveau von 0 oder von 1? Das sind wir vom Niveau von minus 0,75 immer noch. Ich gehe davon aus, dass nach quartalsweise Zinsen relativ stetig und rasch angehoben werden, sodass wir Ende 2018 in der Schweiz auch bei der Nationalbank wieder mit positiven Zinssätzen rechnen können. Der Negativzins, den Sie nach für einige Zeit weiter bestand sehen, ist natürlich auch ein grosses Thema für den Sparer. Aber wie sollen sich die Sparer in nächster Zeit, in nächsten Jahren verhalten? Die Sparer werden noch 2 bis 3 Jahre keinen Zins auf ihrem Sparkonto verdienen. Sie werden müssen schauen, dass sie einerseits sichere Anlagen haben, das Konto bei der Bank, Obligationen in Schweizer Franken, wo sie nichts werden verdienen. Aber man wird, wenn man etwas mehr will, verdienen, nicht umhin kommen, auch ein bisschen Aktien in seinem Portfolio zu haben. Genau, das wäre noch die letzte Frage über die Auswirkungen für den Anleger. Sie haben jetzt die Aktien erwähnt. Was kann man sonst noch machen, um abseits vom Negativzins eine gewisse Rendite zu erzielen? Man kann halt in den Laufzeiten der Obligationen gegen rausgehen. Obligationen, die erst in 10 bis 15 Jahren verfallen. Oder man kann auf die Kreditqualität der Schuldenobligationen, Konzessionen eingehen. Ich selber bevorzuge, was muss sein, lieber halt eine längere Obligation von 10, 12 Jahren Restlaufzeit als Obligation von einem Schuldner mit schlechter Kreditqualität. Herr Stucki, vielen Dank für die Einschätzungen.